Hallo, herzlich willkommen in diesem Video-Ding. Ich bin hier mit Marius auch angeschrieben. Oh Gott, ja. Witz aus. Hab ich noch nie gehört, den Witz. Hab ich noch nie gehört. Alles Games kommt immer. Hallo Philipp, tschüss Philipp. Tschüss, hallo. Wir machen heute ein Veggie-Battle. Ihr seht schon im Titel und ich starre die ganze Zeit auf Marius' Zutaten, weil ich nicht raffe, was heute passieren wird. Ist ein bisschen experimentell. Mhm. Also ich bin auch ganz ehrlich, ist nicht meine Idee. Ich kann nämlich ungefähr 3 Gerichte kochen. Eins habe ich hier schon gemacht, das heißt, ich kann das nicht nochmal machen. Ja, die anderen beiden sind Nudeln mit Pesto und Reiscurry. Das heißt, es ist nicht so battle-würdig. Hätte aber funktioniert, ja. Deswegen habe ich meiner Mom geschrieben, irgendwas ausgefallenes Veggie-mäßiges und dann hat sie mir das zurück. Ich habe selber noch nie gekocht. Ich habe keine Ahnung. Aber das hört sich extrem geil an. Ich mache, warte, ich sag dir kurz, ich muss nach gucken, wie das heißt. Gucken, wie das heißt? Was passiert denn jetzt? Warte kurz. Das heißt, warte. Das heißt, wir schneiden das nicht. Das bleibt genauso unangenehm, wie es ist jetzt gerade. Ja. Geil. Ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, wir nennen es einfach, was ist es denn? Also es ist auf jeden Fall ein Auflauf, genau, mit ein Nudelkirsche-Vanille-Auflauf mit Kokoskram. Ich bin auch super gespannt, das ist quasi eine süße Hauptspeise. Geil. Ich mache heute was zum ersten Mal, was ich schon so oder so vor lange privat machen wollte. Ja. Ich mache einfach meine Bolognese, meine Weltbekannte. Soja. Dieses Jahr habt ihr sie noch nicht bekommen, jetzt kriegt ihr sie. In Veggie. Veggie? Ist es Sojahack oder was ist das? Haferhack. Das kriege ich aber gar nicht. Das hört sich geiler an als Soja. Jedes Hackfleisch im Veggie ausverkauft. In jedem Rewe in Köln. Krass. Ja. Marius angeschrieben. So, jetzt darfst du wieder reden. Wollen wir einfach... Ja, voll. Wir legen komplett los. Ich muss kurz die Anleitung raus tun, weil ich... So, jetzt. Backofen. Da steht das noch bestimmt bei mir. Genau, meine Mama hat mir das geschrieben, was Mama Handy. Hat mir geschrieben, was ich machen muss. Krass, dass sie einfach Marius Handy heißt. Ne? Passender hätte es nicht sein können. Der App-Entwickler Nummer 1. Backofen auf 200 Grad Oberunterhitze vorheizen. Okay. Die hat so einen Punkt, dieses Thema. Das ist geschrieben. Okay. Da steht sogar drin, Butter aus dem Kuhschrank kühlen, weil sonst hart. So, das warte, wie geht's? Die Mikrowelle. Ach so. Weiter unten. Mach doch einfach, mach die Mikrowelle. An. Links. Wo ist Oberunterhitze? Junge, was ist das für ein Hightech-Herd? Ja. Ey, das, was habt ihr für Hightech-Herd? Oberunterhitze? Das ist Ikea. So, Butter ist schon aus dem Kühlschrank, das ist ja der Wahnsinn hier. Fossilien, ja, Packungsanweisung kochen. Okay. Die ganz kurze Frage, wer muss das später testen? Wir. Joanna zum Beispiel und andere Leute, die hier sind. Wie kann ich dich bestechen? Ich habe bestimmt die Kochanleitung hier. Ich bin sehr gespannt auf deine Bolognese. Bolognese. Du konntest die ja noch nie essen. Nee, sieht immer sehr gewöhnungsbedürftig. Habt ihr einen Topf? Klar. Hammer. Und das ist ja der reinste Wahnsinn. Schauen wir mal, was nehmen wir denn? So ein Dom Perignon. Oh Gott, ich bin zu klein. Warum denn mit Fusilli? Also nichts gegen deine Mutter. Aber du stellst Fragen. Ich glaube, also ich kenne das so als typische Auflaufnudeln irgendwie. Es ist ein Auflauf im Endeffekt. Aber ist schon ein Nachtisch jetzt, ne? Also ist schon, nee, es ist eine süße Hauptspeise. Das ist das Interessante. Ach so. Machen wir doch eine Hauptspeise gegen Hauptspeise. Ja, wir machen Hauptspeise gegen Hauptspeise. Ich dachte, ich gehe als Safe-Bet heute, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie es am Ende rauskommt. Das könnte auch voll scheiße werden. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Das bleibt auf jeden Fall mega spannend. So, Salz. Alles da oben. Also unsere Messer inzwischen kann man schon sagen. Ah, jetzt kommt er. Geht absolut einwandfrei durch. Ja, ich schärfe das jetzt. Ich bin ein Mann, ich kann das. Ich will die Kommentare nicht hören, ist mir scheißegal. Ja, ich kann das. Silly, 20 Gramm Butter in der Pfanne erhitzen. Okay. Hier eine Waage oder Esslöffel? Ja, direkt. In der obersten? Genau. Und, also wir haben beides. Wir haben eine Waage und aber auch Esslöffel. Wo sind Esslöffel? Ich mach's einfach mit Esslöffeln. So Pi mal Daumen, das passt schon. Das war sehr professionell. Ist das die krasse Pfanne hier? Du kannst auch so eine von denen nehmen. Ich nehme die krasse Pfanne. Boah, ist die schwer, Alter. Kannst ja... Gusseisern halten. Du bist der Erste. Ich weiß nicht, ob man bei Pfannen irgendwas noch vorher machen muss. Ich habe eine bekommen, da stand drin, man muss die erst erhitzen und mit Olivenöl nochmal erhitzen, damit irgendwas abgeht oder so. Aber ich habe jetzt bei Sally das Ding nicht gelesen, bin ich ganz ehrlich. Sally, bitte schreib Kommentar. Nicht so daraus essen! Oh Gott, nein! Mandelstifte. Jetzt die Frage, habt ihr Mandelstifte geholt? Nein, wir haben so gehobelte. Also, wo sind Mandeln? Entweder da oder da in der obersten Schublade links. Das sieht nach Mandeln aus. Kalifornische. Wenigstens noch regional. California. Gott, du heilige Scheiße. Hallo, privat sind wir cool. Privat sind wir voll krass, ja. Privat sind wir richtig cool. Manchmal machen wir auch Sonntag was. So rausgehen.
So, oder schnell eine App programmieren für 440.000 Leute. Weißt du, wie viele Downloads du hast? Nein, aber ich weiß halt, ich habe halt, die haben beide weit, weit über 1.000 Bewertungen schon, 5 Sterne trotzdem. Krass. Und auf Android ist sie Platz 1 und auf Apple. Boah, ich, krass. Keine Ahnung. Ich habe noch nie was Good von diesem Android gehört. Das muss ja krass sein, ne? Bin ein bisschen überfordert mit der Situation auf jeden Fall. Ja, wie fühlt man sich denn so als Steve Jobs der Apps? Weißt du, was ich mich frage? Guck mal, es gibt ja so wirklich Leute, die machen das so serious, so Apps programmieren. Und dann ist das so eine, random App, die nicht mehr richtige Screenshots hat im Store, auf einmal auf Platz 1. Um mal kurz zu erklären, Marius hat eine App rausgebracht in seinem letzten Video. Das ist eine Gaming-App und die ist irgendwie komplett eskaliert und jetzt überall am Start. Und das habe ich mir runtergeladen, ohne mir das Video anzugucken von Marius. Könnt ihr aber jetzt auf dem Kanal mal machen, ist ja verlinkt. Boah, ist der, schnell heißt der. Ich sag mal, ja, Induktion, beste. Ist auf jeden Fall krass gewesen, ne? Das war krass und ich muss auch echt sagen, das war das weitaus anstrengendste Projekt bisher. Echt? Ja, also wirklich nochmal... Moment mal, bei meinem Ungespielt-Ding musst du doch auch... Das war auch echt heftig, aber ich habe tatsächlich noch weniger geschlafen als bei dem Deepfake-Kram. What? Ja, ja. Warum? Hast du wieder 80 Google-Server-Farmen angemietet? Nee, aber ich musste halt erstmal überhaupt Apps programmieren lernen. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Hast du einfach meine Pfanne darunter genommen? Du mieser... Ja, Sabotage! Du mieser Sabotagemensch. Die muss ich goldbraun anbraten. Goldbraun? Goldbraun. Habe ich noch nie was von gehört. Hast du das schon mal bei deiner Mutter gegessen? Nee, ich habe es noch nie gegessen. Ach, what? Ich habe gar keine Ahnung. Es hört sich nur lecker an. Wenigstens ist sie da so versiert. Ist sie auch Veggie, oder? Nö, aber die kocht gerne. Ich will kein Kochbuch öffnen oder googeln. Kannst du das schnell machen, Mama? Ja, wie viel Fusilli mache ich denn jetzt? Das wüsste ich jetzt auch mal gerne von dir, weil ich kann es langsam nicht mehr aushalten. Also ich würde auch gerne was probieren von den beiden Sachen, weil ich habe halt noch nichts gegessen heute. Ja, warum? Weil du schon wieder beim nächsten Projekt bist, ne? Auch. Auch mal essen, Junge. Was ist das nächste Projekt? Das nächste, eh später. Genau, wollte gerade sagen, kommt das nach oder vor Sonntag? Nach Sonntag. Ja, ja. Kann man einen Blitzeinschlag überleben? Und da waren wir gestern bei der Uni Paderborn mit so einer riesen Tesla-Spule und haben in so ein Skelett so Blitze reingejagt. Oh, das war übel krass. Und kann man überleben? Eine Million Volt hatten darf diese ich Dinger. Schon, darf ich schon vorher beantworten? Nein. Also doch, dann kann man es überleben. Von ein paar seltenen, ja. Es kommt darauf an, von welchem Teil des Blitzes du getroffen wirst. Ach, so mittelstrahlmäßig wie beim Pinkeln. Wenn du nur so einen Seitenableger abkriegst, dann geht es noch. Ah, okay. Aber oh, die sind schon sehr goldbraun oh hier. Oh Gott, das ist ja... Das haben wir gestern gemacht, das war sehr krass. Also mit so einer Slow-Mo-Cam auch und so, das hat übel Bock gemacht. Die Leute von der Uni waren auch sehr witzig, die hatten auch voll den Spaß. Die haben am Ende mit Blitzen Wunderkerzen angezündet. Das war auch echt witzig. Wo kann ich das jetzt hinstellen, ohne dass es... Ach, eigentlich nur Panikreaktion jetzt. Ich würde das erstmal aus. Habt ihr so Abstelldinge? Ja, so ein Pfannending. Ja. Keine auch Ahnung. Ich stelle das nicht auf den Schallplattenspieler. Auf gar keinen Fall stelle ich das auf den Schallplattenspieler. Danke. Der hält das aus. So, der ist von dann brauche ich eine Schüssel oder sowas. Das habe ich hier unter mir. Warte. Glas oder Plastik? Dankeschön. So, jetzt 4 Eier. Eier. Das Tolle ist, wenn ich das jetzt hinbekomme, dann kann das jeder nach der Anleitung machen, weil ich habe selber gar keine Ahnung. Sahne. Was ist ein Becher? Wie groß ist ein Becher? 200. Das würde ich jetzt direkt deiner Mutter schreiben. Ich hasse sowas. Sag mir, wie viel das ist, genau in Gramm. Bin erst einmal richtig 4 Eier. Da stand 200 in dem Papier. Du machst es mit dem Messer? Ja. Ach du heilige Mutter, kannst ja am Rand. Aber ich guck's der mir Rand an. Ist doch so wobbly. Aber mit dem Messer doch nicht. Ja, okay. Direkt vor dir. Ey, ich bin echt gespannt, was das ist für ein Zeug jetzt. Ja, aber du weißt nicht, wie es heißt. Gibt's nicht ich weiß so wirklich nicht, wie es heißt. Ich muss. Fusilli, Kiki. Doch, es gibt einen Namen. Meine Mama hat mir den auch gesagt, aber in der Sprachnachricht. Ich weiß nicht, welche es war. Ja, und du willst jetzt hier nicht die geheimen Sprachnachrichten deiner genau. Mutter spielen. Genau, das ist alles top secret. Hast du ungefähr im Blick, wann deine Nudeln ready sind? Nein. Das mache ich nach Gefühl. Oh Gott. So einer ist das und der ist hier. Der erste, den ich kenne. Wirklich? Oh Gott, ey. Also stellst du dir echt immer einen Timer für Nudeln, Freddy? Klar. Ach krass. 100%. Jedes Mal. Und ich weiß auch genau, wenn ich die reingedrückt habe, dass ich dann erst den Timer anstelle. Und deswegen sagen alle Leute immer zu mir, boah, die Nudeln sind aber on point. Weil ich mir jedes Mal einen Timer stelle, wie es draufsteht. Und dann werden die auch jedes Mal geil. Denn es gibt einen Grund dafür, warum hier draufsteht. Rewe, beste Auswahl. Nein, eigentlich normalerweise eine Zeit. Und die Zeit, die draufsteht, stimmt halt auch jedes Mal. Wie macht man diese Sahne? Muss man da was machen? Nee, die macht so tetrapackmäßig einfach auf. Und dann einfach da rein? Einfach da rein. Das geht? Okay. Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das ein Becher ist. Bestimmt, ja. Das sind 200 Gramm, das wird passen. Also ich würde ansonsten, wenn das nichts wird, einfach jetzt auch deiner Mutter die Schuld geben. Sorry, Mama. Die guckt sich das Video an, denkt sie wahrscheinlich, ach, oh Gott, mein Sohn. Oh Gott. 200 Gramm Milch. Ist auch noch im Kühlschrank. Dann bräuchte ich wahrscheinlich irgendein Gefäß, wo ich es reinkriege. Ein Messbecher befindet sich da in der untersten, ein weiter links. Zack.
Ja. Okay, Milch. Wo ist denn hier die Grammanzahl bei der Waage? Ikea auch, nach wie vor. Aber originale Reaktion von mir, als ich auch das erste Mal, irgendwas mit Ikea-Sachen zu tun hatte. Die sind schon weit, Leute. Die sind schon weit, ich sag's dir. Keine Werbung jetzt für Ikea, aber die sind schon weit. So, bei mir ist auch im Prinzip nur Basic-Shit drin, um mal kurz überzulenken. Ich habe Zwiebeln, Knofi und ganz viele kleine Möhrchenteile da reingemacht. Es ist wie deine Bolognese. Es ist, genau, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass ein bisschen der Fokus dann auf Marios Sachen liegt, weil das interessiert mich gerade auch mehr, bin ich ehrlich. Ich wollte auch, also ich dachte auch ehrlich, alle kennen deine Bolognese halt schon, die wissen ganz auswendig, wie es geht, oder? Ja, ja, also ich sag ja immer, die verändert sich ein bisschen, hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Ein bisschen perfektioniert schon. Ja, also ich möchte nicht zu sehr prahlen, aber es ist schon die beste Bolognese. Oh, da bin ich gespannt. Ich bin so gespannt auch darauf. Habt ihr jetzt auch Vanillezucker? Ja. Vanillezucker? Ja. Oder Vanille? Vanillezucker. Und zwei Päckchen, glaube ich. Zwei Päckchen. Zwei Päckchen? Zwei Päckchen. Das hast du einmal. Ein Päckchen. Und dann hast du Hefe. Gib ihm einfach Hefe. So. Hier nochmal Vanillezucker. Dann. Zucki. So. Ich bin echt mal gespannt, wie dieses Hackzeug schmeckt. Das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Zucker generell, wo ist so normal? Auf der Kaffeemaschine. Zucker ist auf der Kaffeemaschine. Boah, bei mir wird so gut, glaube ich. Ich habe auch Bock drauf. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht erst am Wochenende gemacht, bin ich ganz ehrlich. Egal. Ich glaube, meine Nudeln sind gleich mal fertig hier. Guck mal, das hier. Dann hast du so Timer auf deinem Handy. Weißt du, so als erfolgreicher App-Programmierer, der jeden Tag... Das ist jetzt so, vom Deepfaker zum App-Programmierer ist immer so... Es gibt den Ruf, der hängt dir nach. Ich probiere jetzt eine. Wehe. Wehe, du probierst das jetzt. So. Zack. Nur genug. Also ich muss mich eigentlich so ein bisschen beeilen, dass ich nur vor dir fertig bin. Brauche ich noch eine neue App-Idee. Das lief ganz gut. Dann brauche ich einen In-App-Shop. Hast du einen In-App-Shop gemacht? Nee. Warum nicht? Ja, weil das voll schwierig ist und ich dachte mir so, ach Quatsch. Mach doch einfach, schreib einfach In-App-Shop, aber der erste Mixer? Shop, wo du einfach nur Geld gibst. Ja, hier. Nein, nein, gib dem das nicht. Dann ist er schneller. Achso, haben wir nicht. Zu spät. Shit. Und die Rührstäbe sind da, wo du das Messer eben rausgeholt hast. Vielleicht aber auch nicht. Boom! Scheiße. Keine Chance mehr, Freddy, jetzt. Ja. Jetzt habe ich Rührstäbe. Keine Ahnung, wo ein Stecker ist, hm? Na, da kommst du nicht klar. Fuck, okay, ja gut. Einer zu viel. Ah! Nee. Das geht schnell böse aus, hab lange Haare. Und deine Mutter, das sieht, bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Bitte in die Kommentare da. Wir haben schon diverse Mütter gehabt in dem Format, die ihre Kinder enterben wollten danach. So, ich glaube, das ist ganz gut vermischt jetzt. Außer die Familie von Smiley, die wollten einfach generell, dass er verschwindet und einen anderen Nachnamen annimmt. Als nächstes, ey, die Nudeln sind doch... Boah, das stresst mich mit den Nudeln gerade, wenn ich das mitbekomme im Hintergrund. Das stresst mich so sehr. Wenn ich da keinen Timer hätte, wäre ich halt auch so ein Kandidat für Nudeln ins Wasser tun, Fernseh gucken gehen und dann nicht mehr. Und dann so nach einer Stunde, ja, müssten fertig sein. So ein Typ wäre ich dann. Boah, ey, wenn das jetzt noch gut wird, ne? Ich sag's dir, eigentlich muss ich ein Bolognesenbuch rausbringen. Boah, Bolo. Da wäre ich gespannt. Bolo Freddy, Alter. Ey, das sieht auch echt wirklich gut aus, was du da machst. Ja, bis dato ist es ja einfach nur Sachen geschnitten. Ich bräuchte eine Auflaufform. Haben wir hier ganz unten. Ich merke das schon, das ist eure vegetarische Kommunikation, damit ich nichts hören soll. Ich habe daraus gehört, ganz unten. Habt ihr so Backpapier oder sowas zum Einfetten? Klaro, auch eine Schublade drüber. Guck mal, jetzt habe ich dir schon wieder geholfen. Dankeschön, du bist echt lieb. Also wenn ich gewinne, dann ist es echt nur wegen deiner Hilfe. Ja, Battle kann ich nicht. Battle kann ich einfach nicht. Ist halt auch ein blöder Grundgedanke für mich. Das stimmt aber doch gar nicht. Du warst in den Essensbattles überdurchschnittlich richtig gut. Ja, aber ich bin so nett, weißt du? Ich hätte, glaube ich, mehr gewonnen, weil meine Siegestatistik sieht halt echt nicht gut aus. Ich habe lange nicht mehr gewonnen. Ich glaube, die letzten 6 Essensbattle habe ich nicht gewonnen. War immer, wenn dann unentschieden. Jody war unentschieden, das war beides richtig lecker. Philipp, glaube ich, auch. Ist eigentlich das erste Veggie-Battle, oder? Das ist das allererste Veggie-Battle. Oh, ja, zum Nudel abschütten, dieses... Nudelsieb. Wie heißt das überhaupt? Nudelsieb. Ah. Wieder was gelernt. Ja. Eine Woche lang Zeit gehabt. Habe ich dir was beigebracht jetzt am Ende. So, jetzt ist die Frage, schüttet man diese Flüssigkeit ab oder nicht? Das ist nur Kirschsaft, glaube ich, einfach nur noch. Ja, aber... wird halt flüssig dann. Ich kann es nicht sagen. Ich habe jetzt schon Soße, deswegen glaube ich, muss man es eher abschütten, oder? Ich glaube, ich schütte das lieber ab. Lieber Kirschsaft? Ja, den schüttet man ab, glaube ich. Boah, du machst das jetzt da rein. Du bist ja so pervers. Danke. So, bis dato. Ich hoffe, du magst... Kirschen? Mega. Perfekt. I like it. Und die hasst Tomaten, also du hast nur einen Vorteil. Ja, ich verstehe auch nicht, warum du die Scheiße mit den Tomaten gemacht hast. Ich habe einfach nur einen Schuss Tomatenmark reingemacht oder eine Tube. Es gibt eine Liebe in meinem Leben und die heißt Tomatenmark. Tomatenmark. Boah, Tomatenmark ist echt super. Ich mag den voll gerne. Tomatenmark auf Tomatenmark ist richtig nett. Schwierig. So, was machst du
Ich habe jetzt hier Tomatenmark reingetan, habe das jetzt, ich wollte gerade sagen, abgelöscht, aber richtig abgelöscht habe ich es irgendwie nicht. Oh Gott, ey, hier passiert so viel, Mario. Ja, ist nicht schlimm. Ich rühre um. Hier passiert so viel, er rührt um. Er auch. Oh Gott. Aber das sieht so abgefahren aus. Ja, ich habe meine Mama auch gefragt, irgendwas, was total unnormal ist. Mhm. Irgendwas Verrücktes. Total unnormal. Total unnormal. Total unnormal. So, ich bräuchte einen Gefrierbeutel. Sowas haben wir, glaube ich, nicht. Oder okay. Irgendeinen Beutel, damit ich die kaputt schlagen kann. Müllbeutel. Ich kann die auch in dem Ding einfach kaputt schlagen. Oder du schlägst einfach nichts kaputt, Bruder. Oh Gott. Oh Gott, da fallen die Eier runter. Oh, was machst du hier überhaupt? Ich hab die Kontrolle verloren. Verdammt, ich hab was falsch gemacht. Fuck. Eigentlich hätte die Soße erst da reingemusst. Okay, ah, ja, das war ich. Danke. Darüber weiche Butter zu geben, alles Mixer und Löffel vermischen. Ich verstehe nicht, wofür ich die brauche. Achso, die habe ich gekauft, weil da drauf stand, Vanillezucker selber machen. Aber also ich mach sie doch nicht selber jetzt. Ja, das heißt, du bist ja nicht bescheuert. Reicht jetzt auch Butter rein. Oh, geil. Stopp! Ich habe schon wieder geil gehört. Warum? Stopp, das ist parteiisch. Nein, ich habe nur gesagt, dass Clara hat nicht aus, das reicht. Natürlich hat die mir noch. Mir reicht. Natürlich ist die da. Ist das? Das ist ja voll widerlich, Mann. Das wird bestimmt wie Kellys Auflauf. Und was mit Comedy? Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall mit Gemüsefond das aufgeschüttet. Ich mag sie ja sehr intensiv. Deswegen mache ich in die Gemüsefond noch einen Schuss. Vorsicht. Durch einen Teelöffel Brühe, also Gemüsebrühe. Dann kommt bei mir Pfeffersalz, Paprika, bisschen Chili rein, ohne Kerne. Das ballert ganz gut, jetzt habe ich schon wieder so viel reingemacht. Aber ich liebe das einfach, jetzt kommt ein bisschen Paprika süß. Und du hast es einfach nur da reingeschüttet, Mario? Ich habe es einfach nur da reingeschüttet jetzt. Und dann ist bei mir eigentlich nur noch runterkochen und reduzieren angesagt. Hm. Ne? Weil das habe ich gelernt aus Kommentaren, dass ich sonst gehasst werde. Und ich schaue mal kurz, ob ich hier noch ein bisschen verfeinern kann. Ich mach mal kurz die Geschmacksprobe. Boah, scharf. Aber geil. Gut. Aber gut scharf. Ja, das muss jetzt tatsächlich einfach nur, deswegen habe ich gesagt, ich muss eigentlich mich beeilen, nur bei der Sache zumindest, damit ich ein bisschen so, vor Marius bin, damit das runter reduzieren kann. In den Backofen. Boah, willst du ein Blech? Ich würde gern so ein Gitter haben, ja. Oder ein Gitterchen. Ein Gitterchen. Ein Gitterchen ist hier unten drin. Ein Gitterchen, vielen Dank. So. Geiler Magger, okay. Geil. Und was passiert da jetzt drin? Weiß ich nicht. Oh je. Bei mir ist es im Prinzip auch eigentlich gerade nur noch das große Nudeln machen, wenn ich ehrlich bin. Und das runter reduzieren lassen hiervon. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr machen musst, dann mach auch kurz Überleitung. Genau, ich muss nur noch warten. Nudeln und solange Marius warten muss, mache ich halt Nudeln. Das muss ich ja nicht sehen. Hallo, da sind wir wieder. Es ist nun im Ofen gewesen. Ich habe immer ein Problem mit den Sachen. Ja. Und zwar, genau, warm, eine Woche lang vorm Ofen stehen, dass dir die Nudeln oben so kross werden. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Gut, das heißt, jetzt ist Anrichten angesagt. Genau. Bei mir ist auch alles fertig, die Nudeln sind auch am Start. Super. Ich werde mal... Dann einmal Tellers. Ich bin selber so gespannt, wie das schmeckt. Ich habe gar keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall sehr süß und lecker. Haben wir Parmigiani? Nee, ne? Kühlschrank vielleicht. Maybe, ne? Maybe. Aber das überlasse ich eben selbst auch. Also Dress to Impress. Ich finde, ich habe das sehr toll gedressed und impressed. Wir haben leider nichts Grünes, sonst würde ich es da drauflegen in der Panikreaktion. Oh, was passiert denn jetzt? Nochmal Vanillezucker? Ja. Ist das dein Ernst? Damit das schön aussieht. Ist doch einfach nur weiß. Ja, das sieht auch irgendwie eher wie Salz aus irgendwie gerade. Ich bin gespannt tatsächlich. Der gute Wille war da. Ich glaube, so. Bei mir auch nur Gabel tatsächlich. Ich brauche einen Löffel und eine Gabel. Die werde ich dazulegen einfach mal. Also wir gehen jetzt mal an den Tisch und dann würde ich sagen, übernehme ich jetzt gleich die Kamera kurz an den Tisch. So, da sind wir. Oh Gott, Übergänge kann ich. Seid ihr bereit? Voll. Marius sitzt an meinem Gericht und das Bach-Ding, das ist die anderen, das ist schon ganz gut. Du darfst natürlich mitessen, Marius. Ja. Du darfst nur nicht bewerten. Das machen ich nur nicht bewerten. Okay. Heute Joanna und Clara. Okay, ich lasse euch beide mal den Vortritt, aber bewerten wir erstmal. Okay. Okay, ich habe euch beide jeweils Löffel und Dings da hingelegt. Das ist schon mal was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Jetzt bin ich mal gespannt. Da wird gedreht. Ich weiß nicht genau. Also, ja, oder? Boah, ey. Fürs Hack kann ich nicht garantieren, bin ich ehrlich. Oh, guck mal, da war der Erste. Aha. Interessant.
Ich finde die lecky. Das sind nicht meine Art von Bolognese einfach, würde ich sagen. Aber ja, ja, weil halt keine Sahne und Käse und Sahne und Käse drin ist und dann Hackfleisch. Und Rotwein. Ja. Es schmeckt sehr anders natürlich, als die du sonst mit Fleisch machst. Alle ja, Varianten die habt ihr auch schon hundertmal ertragen müssen hier, ja. Schon lecker auf jeden Fall. Lecker, dann bin ich mal gespannt jetzt. Okay. Also, ich hab auch nur den Basic-Weg gewählt, weil ich keine Ahnung ich hatte wirklich. Und ich weiß nicht, was da passiert jetzt. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich nehme mal Kamerafahrt hier runter, okay. Ich finde das Aber es kann auch super lecker schmecken. Es ist auf jeden Fall süß, es ist so viel Zucker drin. Also ja, ganz anders, als man es irgendwie erwarten würde. Kennt ihr so Milchnudeln? Darf ich mal deine? Sowas wie Milchreis, aber mit Nudeln gibt's auch. Ich bin jetzt auch gespannt, ey. Das, aber das schmeckt echt so lecker. Ich habe gesagt, das schmeckt wie Kellys Brotauflauf, nur ein bisschen besser. Ja, schon irritierend. Ja, ich glaube mit den Kirschen. Man braucht auf jeden Fall so eine Nudel. Man braucht so eine Kirsche. Du musst die Kirsche ja mitnehmen. Ich glaube, ohne Kirsche ist ein bisschen zu krass. Oh Gott, die nehmen noch einen zweiten. Bei mir haben die keinen zweiten. Doch, Marius, okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du sagst Marius auf jeden Fall. Okay, dann jumpen wir direkt in die Bewertung rein. Clara, was sagst du? Das ist richtig lecker. Außen vor gelassen natürlich, das. Also ich finde, das kann man so schwer vergleichen, weil das ist übel herzhaft. Ja, du bist lecker. Gefeuert, alles gut. Und das ist süß und lecker, aber also wie soll ja man das auch vergleichen? Es klar, ist es ist Veggie, es war nur meine Pokerung. Also es ist halt eine Hauptspeise, es ist beides eine fette ja Hauptspeise, ne? Ist halt süß gegen herzhaft. Genau. Ist halt leider so ein bisschen, ach, wär's jetzt nicht 16 Uhr, ey, dann wäre es bestimmt so ein Abendding, dann hätte herzhaft vielleicht. Ja. Ich finde es schwer. Vielleicht sage ich doch einfach unentschieden, weil ich es nicht vergleiche. Oh, was? Oh, finde ich gut. Oh, Betrayal. Oh, das heißt, es liegt nur noch an ihr. Und dich kann ich nicht feuern. Okay. Ich muss leider, und es tut mir in der Seele weh. Ich gehe damit doch. Sorry. Ich muss auch damit gehen. Oh. Weil ich finde, es ist optisch für mich echt grenzwertig. Aber es ist sehr, sehr, sehr lecker. Das ist auch super ja lecker, aber mein Herz gehört dem Süßen. Ja, ich sag auch. Dem Zucker. Doch. Und hör bitte ja auf, du machst mich total nervös, wenn du der Kamera noch weiter mich ranrollst. Props gehen in meine Mom raus. Ja, Grüße gehen an deine Mutter. Ich möchte auch sagen, ich habe jetzt nicht gegen dich verloren, sondern nur gegen deine Mom. So, ja gut, aber dann haben wir es heute wieder allen bewiesen. Selbst jemand, der ein Jahr kocht, kann gegen einmal Mama-Fragen komplett verlieren. Reiht sich weiter perfekt in meine Siegesniederlage-Serie. Jetzt esst ihr nur noch das, oder was? Ich würde es auch gerne noch mal probieren. Ach, hast du noch gar nicht probiert? Habe ich noch gar nicht probiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Das würde ich auch noch gerne mal probieren. Also man muss da natürlich auch betonen, die Nudeln sind on point. Ist gut, auch gute Schärfe. Danke. Das super. Gut, Schärfe. Ja, könnte man ja noch mal einen Extrapunkt geben, ne? Könnte so, man noch einen Ehrenpunkt. Der dann zählt und dann ist unentschieden. Mach mal einen Ehrenpunkt. Nein, nein, Quatsch. So, dafür bin ich zu haben. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da bei Marius und dann auch noch bei mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was Marius für ein Selbstexperiment machen soll. Ja. 3 Wochen nicht masturbieren. Okay, ja gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. LOL. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.